So, dann Bastelzeit und heute aus der Kategorie, ja, alles tut weh. Und wenn schon kein konzentriertes Arbeiten drin ist, hey, dann machen wir wenigstens ein bisschen was Einfacheres. Ich habe mal wieder einen Bausatz ausgekramt, um mir hier die Laune ein bisschen zu verbessern. Wie man schon erkennen kann, das Ding ist chinesisch. Und was man auch schon sehen kann, ist, was das Ding macht. Ja, das hat irgendwas mit Stift und malt dann Kreise. Soweit der Plan. Motor kann man schon mal sehen und hier haben wir ja sogar die Bauteile. So ein Giertmotor, der auch bei vielen Robotern dabei ist. Ein paar Arme, ein paar Stifte sind sogar dabei und würde ich mal sagen, gucken wir mal rein. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich gehe eigentlich von ja aus, aber vielleicht ist es ja was Schönes, was sich dann auch als Bastelmaterial für Einsteiger eignet. Sehen das Ganze hier aus so gelasertem dünnen Holz. Nicht das qualitativ hochwertigste, aber ja, wenn es das tut, was es soll, dann soll uns das ja recht sein. Ich sortiere mir mal hier ein bisschen. Oh, wir haben sogar eine Komplettanleitung. Wunderschön. Anyhow, sortieren. Dann reden wir weiter. Okay, sortiert ist. Und ich muss sagen, hier sind sehr viele Dinge, die bekannt vorkommen. Gerade wenn wir hier oben gucken, diese orangen Dinger, die sind auch bei diesen Autos oft dabei, die man so kriegt. Das hier müssten, glaube ich, sogar auch dieselben Räder sein. Batteriehaltermotor, das scheint also sehr stark sich an diesen kleinen Autobausätzen da anzulehnen. Aber hier kommt halt was anderes raus. Und ich würde sagen, wir fangen an mit irgendwelche vier Dinger. Das sind, glaube ich, die vier hier als Stütze an die Seite. Das heißt, hier unser Brettchen, Loch in diese Richtung. Hat das sonst noch irgendwas? Ja, so rum brauchen wir das. Die beiden Löcher zu mir. Und dann brauchen wir diese vier ausgelaserten Dinger, die in der Reihe hier sitzen. Mehr oder weniger ausgelasert. Jetzt können sie sich wohl nicht entscheiden. Das letzte auch noch gerade raus. Dann kommt uns das nicht in die Quere. Und das kommt hier rein. Kein Kleber oder irgendwas, das ist einfach weiches Holz, was sich schon irgendwie zusammenhält. Dann, okay, wird das hingestellt und es kommt der Motor schon drauf. So rum. Okay, Anschlüsse nach oben, macht irgendwo, wow. Das sieht irgendwie so aus, als ob das mal was zu warm geworden ist hier hinten. Na ja, gut. Solange es hält, wird das wohl passen. Offensichtlich gehören da irgendwie zwei Schrauben durch. So wirklich beschrieben ist es nicht. Ich sitze irgendwas mit 20 und 2. Ich schätze, das sind die Schraubenlängen, aber leider nur in Chinesisch hätte man das abgebildet, wäre es sinnvoller gewesen in meinen Augen. Aber gut, nehmen wir mal die hier, denn die sehen mir von der Länge sehr so aus, als ob sie klappen könnten. Yep. Wie machen wir die fest? Na gut, viel mehr habe ich nicht, also nutzen wir einfach mal die. Ohne Unterlegscheibe, wahrscheinlich auch nicht die beste Idee. Ach, das hält schon. Okay. Motor fest. Next up, was haben wir dann? Den Batteriehalter, der kommt dahin. Wie das? Da haben wir nur eine Schraube. Und die passt nirgendwo. Ah doch, hier eventuell. Dann steht es aber über den Rand raus. Ja, bleibt nicht viel anderes übrig. Ach so. Das hier ist einfach nur die Isolierung, die schon vom Kabel abgegangen ist. Dann muss ich das nicht hier hinlegen. So, steht hier irgendwas dabei? 9. Eine 9. Ja gut, wir haben ja im Prinzip hier diese Schrauben, aber die gehören wahrscheinlich dazu. Also holen wir doch mal eine von diesen zu langen und hauen die einfach mal hier durch in der Hoffnung, dass das schon passt. Glücklicherweise ist ja ein Schraubendreher direkt mitgeliefert worden. Also, hey, wenn er da ist, wieso nicht? Den müssen wir dann hier hinten an den Motor dran machen. Gibt es irgendwie in Rot oder Schwarz?
Moment mal. Halt. Die beiden Löcher sind das zum Leute. Es funktioniert nicht, was die hier schreiben. Hier oben beim Bild 1 sind die Löcher zu mir. Dann sollen wir die 4 dahin machen. Das wäre so in meinen Augen. Sollen wir die hinmachen? Jetzt sollen wir es rumdrehen und dann sind die Löcher immer noch da. Also, das funktioniert nicht. Ja, gut. Ich lasse das jetzt mal so. Und das so rumhalten haben die, glaube ich, den schwarzen nach oben. Also den schwarzen auf der Seite, wo man am weitesten vom Batteriefach weg ist. Ich mache das jetzt einfach mal nach. Oder versuch's, denn das hier sieht nach feinstem Aluminiumkabel aus. So wie sich das verhält. Ich verdrill das jetzt einfach nur mal. Können wir uns das Löten sparen? Lötkolben wurde ja nicht mitgeliefert oder so. Wie war das? Next. Das Ding hier. Irgendwie hier hin. Es ist. Ja, Mann, ey, die Beschreibung ist super. Ich glaube, ich muss mir doch was zum Übersetzen holen, denn ich weiß nicht, was das hier soll. Und das ist eine Niete. Ja, ich habe mal ein paar Sachen übersetzt hier von den Texten, aber die ergeben auch keinen Sinn. Denn hier steht zum Beispiel, ja, befestigen Sie das Batteriefach mit Nummer 4 und Nummer 9. Okay, es gibt aber nirgendwo eine Nummerierung der Bauteile, die dabei sind. Toll. Ja, entsprechend auch der Rest ist nicht wirklich irgendwie mit irgendeinem hilfreichen Text ausgestattet, also müssen wir wohl oder übel raten. Yay. Also nehmen wir uns mal das nächste hier oder die nächsten zur Prüfung. Demnach muss ja eins von hier den Rädern nach unten. Und wenn wir am Ende gucken, sehen wir die Punkte also. Diese werden aber nicht genutzt. Ich glaube, das ist so rum unten drunter. Und dann mit einer Achse da durch. Dummerweise habe ich zu viele Achsen. Also holen wir uns einfach irgendwie zufällig welche und hoffen, dass das schon irgendwie passt. So, das heißt, der unten drunter, dann einen von den Orangen zum Gegenhalten. Noch einen Orangen oben drüber. Ist der mittlere? Na komm. Where you go? Ja, keine Ahnung, was es mit dem auf sich hat. Einfach mal rein dazwischen und das wird schon schief gehen. Mir ist halt nicht ganz klar, wofür das Ding sein soll, außer als Abstandshalter. So, drehen kann sich das Ganze. Jo, das funktioniert. Ist nur noch der hier drauf. Moment mal, wie will der denn hier drauf? Ah! Wenn ich sehe, was weiß ist da. Ich hoffe, das ist ein Zahnrad. Haben wir die Zahnräder sonst irgendwo? Nö. Na, dann wird das bestimmt dahin gehören. Ich gehe jetzt halt komplett in den Wartemodus, weil wie gesagt, Anleitung, die dabei ist, nicht hilfreich. Und So, eventuell gehört das so. Machen wir das mal hier oben drauf. Okay, also der kann sich auf jeden Fall schon mal drehen. Praktisch, dass hier oben auch die Schrauben ein bisschen rausstehen. Kann man das Papier damit bestimmt super befestigen. Wackeln tut es auch nur so ein ganz kleines bisschen. Nicht zuletzt dem geschuldet, dass ich hier mir alles weggedrückt habe durch das hier. Okay, machen wir das mal so. Dann wackelt es immerhin nicht mehr so stark. Ja, mal gucken. So, was haben wir noch? Wir haben das andere. Da haben sie eine kurze in der Mitte und eine lange nach oben. Okay, kurz in der Mitte auf jeder Seite. Wieder das Problem, dass die Achsen nur so mäßig passen. Okay,
So, und eine von den langen Achsen, mal gesagt, hier irgendwo auf die andere Seite. So, die scheint hier drauf zu sitzen. Na, wenigstens das funktioniert halbwegs. Okay. Dann ist eine ganz lange Achse dahinten. Kriegen wir die so da durch? Ah, doch. Oh, mal. Die zeigen nur einen, aber ich hole mal lieber zwei. Eine, dass die nicht nach unten weggeht. Eine, wo wir dann gleich wahrscheinlich mit befestigen. Jetzt machen wir unten den Gummiband dran. Why? Das hier kommt auf jeden Fall hier hin und hier hin. So viel kann ich sagen. Das können wir schon mal machen. So. Das gibt dann unsere Bewegung hier. Hier vorne, ja. Hiervon soll einer da dran. Der zweite wird anscheinend gar nicht benutzt. Also auch wieder Kategorie. Okay, wir gerade hier haben wir auch noch eine Orange in der Mitte drauf gemacht. Heißt, wir können den hier im Prinzip irgendwie hier montieren. Ja, gut. Fertig, I guess. Also. Moment mal. Achso, das ist das hier, was hier drauf soll. Da brauchen wir dann noch so eine kleine Achse wahrscheinlich. Denn sonst haben wir nichts, was da zum Befestigen dienen könnte. Ja. Wir uns mal einen von diesen Gummiringen hier. Der soll ja über Kreuz dann da drauf. Mal gespannt, ob der überhaupt noch sinnvoll hält. Das Ding lag schon ein bisschen länger hier in der Kiste. Nein. Das ist nicht schön, aber können versuchen, das Gelbe hier noch ein bisschen rauszuziehen. Die Achse ist ja noch ein bisschen länger. Ja, das könnte gehen. Ja, mal Strom drauf und gucken, was passiert. Meine, wir haben noch jede Menge Zeug übrig. Wir haben noch Schrauben, jede Menge Bänder. Wir haben noch, ja. Ach, das wird schon. So, holen wir mal hier, klauen wir uns mal hier ein bisschen Strom. Und was brauchen wir? Wir brauchen 3 Volt. 3 Volt it is. Haben hier einen wunderschönen Hebel, der als ein Ausschalter dient, wenn man Batterien nutzt. Wie ich aber gerade merke, ist der sehr steif, also. Wir benutzen aber einfach hier vorne und. Okay, oben dreht sich nichts. Wieso hängt er sich da fest? Ich sehe nichts, was da blockiert. Ach so. Okay, das Brett kommt gegen diese Hochstandsdinger da. Können wir aber, denke ich, was gegen machen. Und zwar, indem wir einfach diesen orangen Gummis noch einen mehr verbauen. Müsste machbar sein. Machen wir den hier dazwischen. Den wieder hier drauf. So. Hinten wieder drauf. So, verbauen wir die letzten beiden auch noch. Einen von unten, hier hinten an die Achse. So, und dann hier oben drauf. Versuchen wir das nochmal. Und der will nicht. Nochmal die Achse ein bisschen fester da rein. Wieder gerade machen, den Arm. Nächster Versuch. Okay. Das sieht fast so aus, als ob er irgendetwas tut. Was zieht er? 120 Milliampere so um den Dreh. Okay, ja, Papier wird nicht mitgeliefert. Wofür sind die eigentlich? Irgendwas könnte, ja, ich könnte das Batteriefach damit festkleben. Das wäre eine Idee gewesen, statt zu schrauben.
Papier. Haben wir irgendwo irgendetwas, was weiß ist? Das ist definitiv nicht das, was dafür gedacht ist, aber spart Arbeit. Ich habe nämlich noch ein paar Aufkleber. Ah. So. Direkt mal hier welche drauf. Normalerweise, hier sieht man es vielleicht so ein bisschen, da ist eine Büroklammer am Rand. Ich schätze, die holen einfach Papier und machen es mit der Büroklammer fest. Das tun wir dann nicht, sondern wir machen einen viel zu großen Aufkleber. Und, was meint er? Dreht er durch oder kommt er irgendwo gegen? Nö, ja, könnte funktionieren. Dann malen wir mal eine Runde. Mal gucken, ob die Stifte hier malen. Hier mal eine ganze die Ecke oder sowas. Ach nee, können wir hier einfach. Ja, da kommt tatsächlich noch Tinte raus. Sind noch nicht eingetrocknet. Drauf ist er. Los geht's. Lass es mal beginnen. Okay, technically, es funktioniert. Wow! Okay, das ist ein bisschen schneller abgegangen, als ich mir das erwartet hätte. Wo ist der Stift gelandet und was hat er dabei alles angemalt? So, sicher mal den mal wieder. Und ja, das ist jetzt das Muster, was er hier generiert hat. Ich hoffe, man kann es halbwegs sinnvoll erkennen. Man sieht jetzt, er ist natürlich hier ein paar Mal hängen geblieben, wo die Aufkleber übereinander gehen. Das hat man mit dem Blatt Papier natürlich dann nicht mehr, hoffe ich. Und ja, durch hier die Einstellung, durch die Schrauben, kann man dann halt verschiedene Muster machen. Heißt aber natürlich auch dadurch, dass ich die jetzt geschraubt habe. Und ich glaube, die sollen auch geschraubt werden, oder? Nee, die sollen nicht geschraubt werden, die sollen nur mit einer geschraubt werden, okay. Wenn man das macht, dann kann man auch jederzeit den Winkel ein bisschen ändern und durch einen anderen Winkel hat man die Möglichkeit, andere Muster zu machen. Das heißt, wenn ich den jetzt hier ein bisschen schärfer einstelle, mal grün, mal drüber, passt schon, dann moderne Kunst oder so. Zack. Dann müssten wir jetzt ein anderes Muster hier hinbekommen. Naja. Nicht viel anders. Und man sieht, ich hatte ihn jetzt ein bisschen zu stark gedrückt. Der bleibt ein bisschen mehr hängen. Nochmal den Druck was weniger. Ja, viel Auswahl hat man nicht. Er macht halt Kreise oder Kreise. Aber immerhin macht er was. Und das auch recht zuverlässig dafür, dass ich den so mehr oder weniger ohne Anleitung gebaut habe. Und ja, gut. Wir haben jetzt hier unser Kreismalgerät. Hooray! Aber ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, denn von der Funktion her, es malt Kreise. Das ist jetzt nicht ganz so praxisrelevant. Von der Technik her auch nicht ganz so viel. Klar, man kann vielleicht ein bisschen was lernen über, ja, wie hier so Mechanik ineinander greifen kann und dann verschiedene Bewegungen daraus machen kann. Weil wir generieren hier quasi Ellipsen aus einem Kreis, den der Motor uns macht. Aber auch das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sagen würde, dass der Bausatz hier wirklich was an Wissen vermittelt. Und ja, Spaß beim Aufbauen mit der Anleitung eher nicht. Ich meine, hey, es hat jetzt meine Kopfschmerzen nicht so stark verstärkt, dass das wirklich irgendwie, ich sagen würde, okay, das ist absoluter Unfug. Aber es ist halt nichts, was ich einem Einsteiger in die Hand drücken würde mit so einer Anleitung. Eventuell mit einer besseren, okay, kriege ich mal am Ende wenigstens was bei raus. Aber wie gesagt, ich sehe nicht so ganz, was das Ding hier vermitteln soll. Ein bisschen Mechanik, das war's dann aber auch. Ansonsten ist es halt einfach nur ein Bausatz zum Bauen, der aber für das, was ich von einem Bausatz erwarte, jetzt auf keinen Punkt mich wirklich überzeugen kann. Wir können halt einen Kreis am Schluss malen. Ist künstlerisch vielleicht schön, aber ja, dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt so einen Bausatz. War immerhin nicht so teuer, von daher kann man es verschmerzen. Aber ja, für mich ist das so nichts.
Trotzdem, hey, es ist zusammen, es malt den Kreis und das ist ja das, was versprochen wurde. Von daher, auch wenn ich dem jetzt nicht ganz so viel abgewinnen kann, rein von dem, was versprochen wird, ja, da tut das Ding hier dann doch noch, was es soll.